So, da sind wir wieder. Als Atreus. Dann machen wir doch mal. Gut, Bin dass mal du deinen gespannt. Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein, ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein, ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Ich habe Angst, dass ich eine Unterhaltung zu schnell beende, wenn ich zu weit laufe. Na, ich habe was Schlimmes beim Helheim-Turm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Jörmungandr. Oh, Loot. Das packen wir ein für Papa. Eine Truhe. Nicht so einfach, was? Sei still! Also, was war los? Da auch? Ja. Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Ah, der Aufzug ist kaputt. Das war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saber? Ja. Doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist giftig? Schieß aufs Fass. Ja! Fühlt sich gut an, was? Es ist toll, Sindri. Wo ist er denn? Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Sieht nach Zwergen. Es ist Klingstein. Aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Du bist arm also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Er sagt, du musst sie anfassen. Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Hilfe wäre gut. Ah, na gut, ja. Ich, nimm das, du fieser Steinhaufen. Ah, weg von mir. Wow, Sindri. Harte Worte. Es wird ihn treffen.
Sei still! Soll ich helfen oder nicht? Schon gut, schon gut. Danke, dass du so viele Sachen aus deiner Trickkiste geopfert hast. Tja, du brauchtest Hilfe. Was soll's? Mist, der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Vielleicht. Hat dein Vater die ganze Kraft? Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. So, auf geht's. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr Gandyr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Tja, er ist weg. Hast du es schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Jormuteyom Senu. Ist gar nicht seltsam. Hast du nicht?
Tja, wir wollen dich nicht aufhalten. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Eisenwald? Da war noch Loot. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Wo ist denn das bei? Da, Jörmungandre. Wir haben Jörmungandre nicht mehr gesehen, seit Fimbulwinter begann. Ich dachte schon, dass er möglicherweise irgendwie den See der Neuen verlassen hätte. Aber Sindri hatte den richtigen Riecher. Die Weltenschlange wachte auf, als ich rief. Aber als ich ihn nach Loki fragte und danach, was ich tun soll, sagte er nur Jarnivor. Jani Vidre. Nicht besonders hilfreich. Ich habe keine Ahnung, was Eisenwald bedeuten soll, aber es war trotzdem nett, ihn wiederzusehen. Oha. Das ist ein bisschen mehr geworden. Drücken Sie zu greifen, den Kraftfall niederzustrecken. Aggression. Sprungangriff. Beim Ausweichen. Und eine Betäubung auslösen. Schwerer Angriff, den kriegt er erstmal. Und den Kettenangriff kriegt er auch, komm. Lässt du mich mal machen. Ein gefrorener Blitz? Ja. Willst du es dir ansehen? Nein. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Scheiße! Sag Brock nicht, dass ich geflucht habe. Wo habe ich denn die... Da feuert einen mächtigen einzelnen Schuss aus mehreren Pfeilen. Okay. Das war das. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Stuff. Ganze Menge Stuff vor allen Dingen. Lass mal öfter mit Atreus looten. Greifen Sie Feuertöpfe an, da.
und Gegnern Schaden zufügt. Also das war genug Aufregung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. Oh je. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Gut. Tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Mein Laden. Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wie du willst. So, jetzt sind wir alleine. Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Ich muss woanders lang. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Einfach weiter. Hältst du das echt für eine gute Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Ach, die beiden, ey. Gut. Wo lang geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Oh, mit ihm kannst du richtig looten. Auch nicht schlecht, mal ein bisschen Bogenschießen. In Ordnung. Mehr Klingstein. Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Klingstein.
Wie kriegen wir denn das weg? Wie komme ich denn da hin? Ja, von da normalerweise, aber wo ist denn das Fass? Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ich habe irgendwas getroffen, aber... Nee, doch nicht. Da ist er. Wenn er mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Wenn du auf mich gehört hättest. Kann ich nicht dasselbe sagen? Was meinst du, von wem ich das habe? Ach. Ich muss weiter hoch. Was würde Mutter tun? Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? So, hier nochmal abchecken. Na. Guckt euch das an.
war. Lieber vorsichtig sein hier. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Hätte ich bloß einen Kompass. Gauber! Geil. Das ist ja geil. Da ist eine Kiste. Wenn wir von hier aus wohl aber nicht hinkommen. Sehr gut. Looten. Das macht mal mega Spaß zwischendurch, ey. Ich glaube, der hätte einer eine Bombe reinschmeißen müssen. Oder sie ist hier hinten. Natürlich. Ich kann das, richtig? Ja, ich kann das. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Ah ja, jetzt bin ich hier oben. Das wird doch nichts. Mit Freya. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wobei,
schwierig. Gucken, wie sehr sie Odin hasst. Ja, das ist die Tür. Bist du das da oben? Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha, du hast doch Zweifel. Hey! Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Hey, Freya. Wie? Kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht... das sollte ich wohl nicht erwähnen. Nee, besser nicht. Bitte, Freya, warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Ja. So, ich mache einen Cut. Bis zum nächsten Mal.